Wir haben jetzt seit dem 30.05. ein kleines Seebärenbaby, was jetzt auf der Anlage mit seiner Mutti unterwegs ist, noch ganz viel an Land ist, aber auch schon schöne Schwimmeinheiten hier mit seiner Mutti startet. Man kann es überall immer ganz gut hören, also wenn sie so drauf sind wie jetzt, dann hört man sie wirklich durch einen Großteil des Eismeers und fast schon durch den halben Tierpark. Und die Kleine, das ist ein Mädchen und wir haben uns auf den Namen Avila geeinigt, was so viel heißt wie die Königin des Pazifiks. Nach der Geburt eines Seebären wird die Mutter gleich wieder heiß. Das heißt, es ist eine sehr heikle Phase. In der Zeit gehen auch die männlichen Tiere nicht ins Wasser. Die haben sich dann eine dicke Speckschicht angefressen. Und auch wir im Tierpark müssen hier ein bisschen darauf achten, dass die Jungtiere dann vor dem Bullen geschützt werden. Denn so ein Seebärenbulle, der ist zweimal so groß wie so ein Seebärenweibchen. Bei uns ist das so, dass wenn ein Seebärenbaby geboren wird, wir es in eine Höhle packen, wo eine Öffnung ist, dass da nur die Mutter durch kann und nicht unser Seebärenmännchen, der Kringo, mit 3-4 Wochen, je nachdem wie das Baby drauf ist, manchmal auch erst mit 6, kriecht es dann mit der Mutti zusammen durch das Loch und dann haben die einfach selbst entschieden, mit in der Gruppe zu sein. Und das ist jetzt gerade passiert, das heißt, das Jungtier ist von selbst aus der Höhle rausgekommen, schwimmt jetzt die erste Zeit mit der Mutti immer durch dieses Becken, ist auch ganz viel noch an Land und man kann sie auch ganz viel schreien hören, also die halten sehr viel Kontakt miteinander, dass sie wissen, wo sie sind und die Mutti bleibt auch ganz dicht bei dem Jungtier dran. Das ist die Polossa und das kleine Walrossbaby, das ist ein junger Bulle, der aber noch keinen Namen hat, aber schon ordentlich gewachsen ist und gut zunimmt jeden Tag. Die sind jetzt stundenweise immer mal bei den Seebären unterwegs, also das packen wir dann so, wie es passt, zusammen, dass sie sich alle kennenlernen und dass der kleine Walrossbulle auch immer mal wieder was Neues kennenlernt, zum Beispiel diese Kieselsteine, die hier sind, das hatte er noch nicht, deswegen untersucht er die jetzt auch. Das Verhältnis zwischen Walross und Seebären ist, wenn sie oder wenn das Walross ein Jungtier hat, immer ein bisschen angespannt. Das heißt, die Polossa achtet immer darauf, dass die Seebären dem kleinen Baby nicht zu nahe kommen. Aber in Wirklichkeit wollen die immer alle nur neugierig schauen, was das ist und wer da neu ist. Und Mutti und Jungtier sind in dieser Anlage dann immer ganz dicht beieinander und schwimmen schön zusammen. Aber ansonsten machen die Seebären und die Walrosse nicht so viel zusammen.